Hallo und willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Star Wars The Bad Batch, heute Folge 9. Ups, was ist denn das hier? Keine Ahnung, was soll das denn hier sein? Also, Abitur. Okay, das lege ich jetzt auf der Seite, ne? Ich glaube, das machen wir nochmal. Ne, also, hallo und willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Star Wars The Bad Batch. Heute Folge 9. Und ich finde den Titel schon interessant. Nee, Folge 10, Entschuldigung, sogar verkackt. Ja, sehr gut. Heute Folge 10, Vorurteile. Ich finde den Titel sehr interessant irgendwie. Keine Ahnung, was, also normalerweise kann man ja irgendwie ableiten, was passieren wird. Aber hier, also es wird, irgendwie wirkt es wie eine Lektion, also Vorurteile. Dass irgendwie ja ein Gegner sein könnte, aber es nicht ist, also keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber ich bin dahingehend, naja, weiß nicht, was mich erwartet. Nach der letzten Folge gab es keinen Cliffhanger. Omega wurde gerettet. Die letzte Folge war eine gute Folge, war in sich logisch, war jetzt keine krasse Folge, aber eine gute Folge. Hat von mir 8 von 10 bekommen. Und ja, mehr will ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Und wollte jetzt schon mal direkt loslegen mit Folge 10 Vorurteile. Let's go. Das ist dieser Separatistenplanet, war das nicht so? Das Imperium ist nicht euer Feind. Wir versprachen, alle Planeten innerhalb der Konföderation unabhängiger Systeme fair zu behandeln. Ja. Im Gegenzug dafür verlangten wir einzig und allein eure Treue. Ich kann das nicht tun, Gersacht. Senator, es ist eure einzige Option. Ist es soweit, bin ich nur eine Marionette des Imperiums. Wenn ihr deren Wünschen nicht nachkommt, werden sie euch verhaften, so wie die anderen Senatoren. Oder Schlimmeres. Das ist ein interessanter Start jetzt so. Senator? Wer sagt, sollte mir etwas zustoßen, folge den Anweisungen, die ich dir hinterließ. Was soll euch denn zustoßen, Senator? Das stellt sich wahrscheinlich jetzt dagegen. Senator? Wegen das Imperium vielleicht? Und als euer Senator verspreche ich, Ich verspreche euch. Nein. Ich darf das nicht tun. Es ist meine Pflicht, im Interesse von euch allen zu handeln. Und aus diesem Grund kann ich diese ungerechtfertigte Besatzung nicht länger gutheißen. Ja. Sie wollen uns einschüchtern. Uns Angst einflößen. Aber wir werden uns ihrer feigen Unterdrückung niemals beugen! Zurück! Geht nach Hause! Es ist unser gutes Recht, hier zu sein. Lasst die Finger von mir! Ihr seid hier die Eindringlinge! Da beleuchtet man halt gut die Separatisten, dass die halt keine bösen Menschen sind, sondern eben auch nur Menschen oder ja, Lebewesen sind, die eben auch einfach friedlich in der Galaxis leben wollen und nicht unterdrückt werden wollen. Was sie aber die ganze Zeit waren. was sie nur nicht wissen. Irgendwie wirkt das überhaupt nicht wie Star Wars The Bad Batch. Ich schicke diese Nachricht im Auftrag meines Meisters, des Senators Avi Singh von Rexxus. Es wirkt halt wie ein Star Wars The New Empire oder sowas. Das wäre auch viel besser gewesen mit den ganzen Sichten, dass sie halt wechseln. Weil das war die Stärke von The Clone Wars und hier sieht man ganz klar, das ist eine Schwäche, wenn man die ganze Zeit die gleichen Charaktere hat. Na, ich finde, hier geht's gut. Leute, warum seid ihr immer noch bei Sid? Warum? Ich würde den Grund gerne mal wissen, es gibt halt keinen. Kein Nachvollziehbaren. Der Auftrag besteht darin, Senator Avi Singh zu finden und ihn aus der Gefangenschaft zu befreien. Mein Auftraggeber wird sich bei euch melden und genaueres mit euch besprechen. Einem Separatisten helfen? Keine Chance, vergiss es. Hast du vergessen, dass eure Schulden nicht abbezahlt sind? Ein Job ist ein Job. Wenn ihr irgendetwas zustimmt. Ja, ja, Rotbändchen. Also jetzt vertraust du ihr auf einmal gar nicht mehr? Das finde ich merkwürdig.
Mann, das spielen wir jetzt 5000 Mal durch oder was, dass sie beweisen muss, dass sie dazu in der Lage ist. Ich habe eine Mission für dich. Mach dich ans Schrubben. Ich kann nicht fassen, dass wir einem Separatisten-Senator helfen. Hattest du erwähnt. Und das mehrfach. Ich hatte immer erwartet, dass wir es nach Rexes schaffen. Aber nicht auf die Art. Also wie gesagt, so eine Folge hatten wir jetzt schon, wo wir mit Separatisten quasi sympathisiert haben. Deswegen wirkt das jetzt nicht für mich so, wow, oder keine Ahnung, voll neu. Jo. Um dem Titel gerecht zu werden, mein Vorteil ist, dass diese Folge nicht wirklich spannend wird. Wirkt schon sehr fehlerlastig, sag ich mal. Also ja, es ist interessant, Separatisten quasi nach dem Krieg zu sehen, aber... Das ist interessant. Mehr war's dann. Also, das war's dann auch schon. Und wer bist du? Euer Auftraggeber. Wir arbeiten für Androiden? Das ist korrekt. Dass immer die gleichen Gäste sind. Ich finde es auch lustig, in Star Wars gibt es immer nur dann Überwachungskameras, wenn es auch der Story mehr oder weniger beiträgt. Wenn nicht, dann nicht. So habe ich das Gefühl, dass du uns auflaufen lässt. Es widerspricht meine Programmalliierte absichtlich zu gefährden. Wir sind keine Alliierten. Ich habe keine militärischen Fähigkeiten, die uns einen taktischen Vorteil brächten. Genau darauf zählen wir. Du da! Das hier ist Sperrgebiet! Was erlaubt ihr euch? Dies ist die Residenz meines Meisters. Ich schlage vor, ihr geht, bevor... Oh je. Halt! Stehen bleiben! Doch! Ich bin in ihrem Sicherheitssystem. Ihr zwei, räumt die oberen Stockwerke. Tech, wir zwei übernehmen das Erdgeschoss und alles darunter. Droide, du bleibst bei mir. Geh du mit Omega außen rum. Das wird unmöglich sein, wenn man bedenkt, dass Omega nicht auf dieser Mission ist. Stimmt ja. Hä? Ich denke, das ist ein Druidenschocker und kein Klonschocker. Okay. Anscheinend funktioniert es auch bei Klon. Seid bitte vorsichtiger. Diese antike Vase wurde Senator Singh für seine jahrelangen treuen Dienste überreicht. Sie ist unbezahlbar. Droiden. Das würde ich lassen. Hörst du das? Wir haben eine Expertin hier. Das war's für Sie. Hab ich doch gesagt. Du hast es versaut. Wie hast du das so schnell erkannt? Es ist ein Strategiespiel. Ich bin gut, wenn es um Strategie geht. Brauchen wir jetzt echt auch eine Beziehung zwischen Omega und Sid? Ich werde nicht Ihre Marionette sein. Meine Loyalität gilt dem Volk, nicht dem Imperium. Eine unkluge Einstellung. Nichtsdestotrotz werden wir bekommen, was wir von Ihnen benötigen. Ihre Einschüchterungstaktiken fruchten bei mir nicht, Captain. Ich frage mich gerade, ob wir sie schon mal gesehen haben in Star Wars Rebels oder so. Oder ob sie irgendwie aus den Büchern oder so kommt. Oder ob das dann ein random Captain oder was auch immer sie ist. Imperiale Offiziere. Senator, ich habe eure Anweisungen umgesetzt. Aber was ich in dieser Folge gut finde bisher ist halt, dass wir ohne Omega halt was tun. Aber dieses von wegen, oh, ich bleib, Omega bleibt halt weg und das ist, deswegen machen wir das jetzt, ist, wenn man das als, wenn man das jetzt 5000 Mal durchmacht, von wegen, oh, ich vertraue dir nicht, und dann, oh, dann am Ende, oh, ich vertraue dir, und dann, dass man das immer wieder durchmacht, das dann, es kommt immer auf die Art und Weise an. Und bitte gebt diesen Charakter ein paar mehr Eigenschaften als, oh, Wrecker hat Höhenangst oder sowas, weißt du? Es ist halt, irgendwann ist es halt wirklich langweilig.
Stabilisator ist offline. Das haben wir auch noch nie gesehen. Das ist einfach auf den zerstörten Läufer da rumläuft, wo er läuft, ja rum. Bring sie neben dieser Wand in Position. Dahinter ist ein unterirdischer Tunnel. Seien Sie doch so gut und sprengen Sie ein Loch an dieser Stelle in die Wand. Das bekomme ich hin! Was mache ich hier? Ich kann meine Bürger doch nicht einfach so im Stich lassen. Ich muss ihnen helfen. Das werdet ihr auch, Senator. Aber nicht in imperialem Gewahrsam. Nur wenn sie überleben, können sie weiterkämpfen. Wahrscheinlich würde dann Teil der Rebellion. Irgendwie. Was ist denn hier los? Das Mädchen ist einfach nicht zu schlagen. Ja. Oh, sie hat schon wieder gewonnen. Mach dich locker, Rotbändchen. Omega hat genug Geld eingespielt, um eure Schulden bei mir zu begleichen. Also wie wär's mit ein bisschen Dankbarkeit gegenüber meiner Freundin? Gute Arbeit. Wenn du gewinnst, musst du keinen Einsatz mehr aussitzen. Wow. Bist du bereit dafür? Bist du's denn? Jetzt verlierst du. Und dann müssen wir es nochmal 5-mal durchmachen. Ja, das war Star Wars The Bad Batch Folge 10, Vorurteile. Und ich fand, es war wieder so eine okay Folge. So, dass man hat mir bei der zweiten Folge und bei der vierten Folge, wo der Plot an sich nicht wirklich interessant ist. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist interessant zu sehen, wie die Separatisten oder wie so ein Separatistenplanet jetzt umstrukturiert wird, auch durch das Imperium, auch dass die Leute da eben keine bösen Leute sind, sondern eben auch nur ganz normale Lebewesen. Und ja, das ist, wie gesagt, das ist interessant. Daraus muss ich aber jetzt nicht so eine ganze Rettungsaktion machen. Gerade weil die Rettungsaktion an sich ja überhaupt so nichts gebracht hat. Also das war, mehr oder weniger haben wir alles eigentlich nur in diesem Vorschau-Ding, also anfangs gesehen, was interessant war. Und danach war die Rettungsaktion, die relativ uninteressant war. Und wir haben den Senator gerettet und oh toll, super, uns da rausgesprengt. Ja, also wie gesagt, das war, wie gesagt, wie ich vorhin schon gedacht habe, es ist eine Filler-Folge und ist keine schlechte Filler-Folge, es ist eine, wie gesagt, eine okay Folge. Weiß auch schon so, in welche Richtung das geht, aber ich bewerte das ja, wie gesagt, nur erst ein paar Tage später, beziehungsweise eine Woche später. Und ja, mehr dazu habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Aber was Positives ist, dass wir Omega nicht auf der Mission hatten. Auch wie gesagt, der Grund dafür war weniger gut geschrieben. Und das war auf jeden Fall mal gut zu sehen, dass sie halt allein arbeiten. Und das alles auf Ord Mantell war dann wieder so, sie ist strategisch gut, wer hätte das gedacht, dass die Tochter von, Django Fett strategisch gut ist. Also was man auch vor allen Dingen gesehen hat, war das, also was ich mittlerweile merke, ist, dass die Show halt keine, sag ich mal, ständige Hauptcharaktere haben sollte. Warum? Weil das eben zu dieser Zeit nicht funktioniert. Also ich finde halt, dass diese Folge quasi bewiesen hat, dass diese vier Hauptcharaktere halt nicht funktionieren können, weil sie halt
keine Weiterentwicklung haben, außer jetzt Omega. Und es ist halt, wie gesagt, wenig interessant. Es ist nicht wirklich interessant geschrieben, sondern man versucht quasi die Clone Wars in der Imperium-Zeit zu erschaffen und Rebels dann auch hinzukriegen mit dem Plot von The Mandalorian. Für mich funktioniert das nicht wahnsinnig gut. Bisher, wie gesagt, ist diese Serie nicht wahnsinnig, also kein würdiger The Clone Wars Nachfolger, das sowieso nicht, aber es ist eine anschaubare Serie, aber keine, die man jetzt unbedingt anschauen muss. Das ist, muss man, wie gesagt, nicht. Es ist, ja, schwierig. Also ich hätte das gerne, dass man eben so eine Serie hat mit unterschiedlichen Blickwinkeln, damit man eben nicht so eine gepresste Story hat, wo man jetzt zum Beispiel Senator retten muss, weil dann sehen wir, was auf den separatistischen Planeten los ist. Aber das war es erstmal von mir für diese Reaktion. Ja, dann bewertet dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.